Also ich finde, so krass wie hier, dass alle zusammen eins sind, hatte ich noch nie. Mhm. Jeder steht hinter jedem, jeder weiß auch, vor allem auf dem Feld, dass wenn man mal Fehler macht, dass der andere das versucht auszubügeln. Und in der Kabine sind wir auch alle echt gut zusammen. Wenn man die Spiele von Woche zu Woche gewinnt und auch mal in der 90. ein Spiel gewinnt, dass es einen immer mehr zusammenschweißt als Mannschaft. Wenn du auf dem ersten Platz stehst, hast du immer Druck, weil die anderen wollen dich halt einfach jagen und du musst halt von Woche zu Woche beweisen, dass du oben da zurecht stehst. Ich denke, die Spiele gegen die unteren Mannschaften werden halt auch ein bisschen schwieriger, weil die halt auch nochmal um was kämpfen müssen. Mhm. Und deswegen müssen wir halt, wie gesagt, jedes Spiel halt einfach alles reinschmeißen. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen. Doppeltorschütze, Spieler des Spiels und heute unser Gast bei You Never Talk Alleng, dem Alemannia-Podcast der Aachener Zeitung. Mittelstürmer Thilo Töpken. Hi Thilo, wie geht's dir? Freut mich erstmal da zu sein. Mir geht's soweit ganz gut. Natürlich nach dem Spiel noch besser. Das glaube ich. Jetzt mal gucken, was so kommt. Ich bin Peter Engels, freue mich, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wie ist die Stimmung denn im Moment bei euch? Könnt ihr mir vorstellen, ganz gut. Ja klar, die Stimmung ist bestens. Wir gewinnen von Woche zu Woche, holen immer die 3 Punkte und ich denke, es kann so weitergehen. Wie läuft das Training? Jetzt für heute habt ihr es schon hinter euch, ne? Ja, genau. Wir hatten gestern 2 Einheiten, heute auch ein bisschen länger. Alle machen wieder wie immer gut mit. Wir sind dabei halt einfach uns fit zu halten und beim nächsten Spiel haben wir alles zu geben. Wie oft geht dir das Wort Aufstieg schon so durch den Kopf mittlerweile am Tag? Ich denke, das geht jedem oft durch den Kopf, wenn man da oben steht. Es sind jetzt nicht mehr viele Spiele und wir wollen es halt so schnell wie möglich halt den Aufstieg schaffen. Das Spiel in Beek war aus deiner Sicht ziemlich gut, ne? Ja, auf jeden Fall. In der ersten Hälfte habt ihr euch ein bisschen schwer getan. Woran hat es da aus deiner Sicht gelegen? Wegberg stand halt kompakt. Wir sind nicht so spielerisch richtig durchgekommen, haben dann ein paar Mal falsche Entscheidungen getroffen, sind dann auch ab und zu nicht so intensiv angelaufen, wie wir uns vorgenommen haben vor dem Spiel. Und das haben wir dann halt in der zweiten Halbzeit alles weggemacht und deswegen haben wir dann noch verdient gewonnen. Was hat der Trainer in der Halbzeit gesagt? Muss ich ehrlich sagen, da war ich nicht in der Kabine, weil ich mich schon warm gemacht habe. Aber mir wurde halt noch nachgetragen, dass wir halt ein bisschen intensiver vorne anlaufen sollen, dass wir mehr in die Tiefe, wenn es um die Spielweise geht, mehr in die Tiefe laufen, ein bisschen ruhiger am Ball und ja. Intensiv ist ja so dein Ding, ne? Also dafür, das ist deine Aufgabe, ne? Ja, also ich versuche halt immer intensiv zu arbeiten, mich in jeden Zweikampf zu schmeißen vorne. Ich denke, dafür bin ich auch geholt worden, dass ich vorne Bälle festmache und halt alles einfach reinschmeiße. Inzwischen 3 Tore für Aachen in der Liga, ne? 1 im Pokal. Bist du zufrieden mit deiner bisherigen Aachen-Bilanz? Ja, ich bin, also bis jetzt finde ich voll in Ordnung. Mhm. Ich meine, wir gewinnen ja auch jedes Spiel. So, da ist es jetzt nicht klar, würde ich halt am liebsten mehr Tore machen. Aber ich denke mal, wenn wir jedes Spiel gewinnen, bin ich einfach froh, wenn jemand ein Tor macht, dass wir und damit es einfach so weitergeht. Du hast beim Wechsel nach Aachen gesagt, du freust dich auf den Tivoli, auf die vielen Fans, auf eine geile Rückrunde oder Restrunde. Ist ja quasi genauso eingetreten, oder? Wie du es dir erhofft hast. Genau, genauso habe ich es mir vorgestellt. Das natürlich auch so krass läuft, ist natürlich echt was ganz Besonderes hier, dass es wirklich alles so geklappt hat und wir jetzt natürlich noch den Aufstieg wollen, dann ist natürlich perfekt. Mhm. Inzwischen wohnst du auch hier mit deiner Freundin? Genau, wir sind jetzt vor 2 Monaten nach Würselen gezogen und ja, sind sehr glücklich, hier in der Stadt zu sein. Und ist ganz schön hier, ne? Auch genau, als Oldenburger. Ja, genau. Oder? Mentalitätsunterschied. Habt ihr euch schon eingewöhnt? Ja, wir sind noch dabei. Wir kriegen noch eine Küche. Deswegen noch nicht ganz so, aber ja. Schön, ja, da macht es noch mehr Spaß zu Hause, ne? Genau. Ja. Auf deine bisherige Station, die erste Zeit in Aachen auch, gucken wir natürlich gleich nochmal genauer. Du warst ja lange in Bremen, zuletzt in Rödinghausen, kommst aus Oldenburg bis 25, glaube ich. Genau. Und zum Warm-up machen wir wie immer zum Kennenlernen unseren kleinen Fragenhagel. Sag doch mal, in den Urlaub geht's am liebsten wohin? Auf die griechischen Inseln. Schön, welche? Wir waren zuletzt auf Mykonos und werden wahrscheinlich im Sommer nach Paros fliegen. Klingt gut. Wie sieht dein perfektes Wochenende aus?
mit der Familie viel unternehmen und mit meiner Freundin zusammen. Ja, und einfach auch mal vom Fußball ein bisschen entspannen, sag ich mal, den Kopf freikriegen, dass man sich halt dann wieder vorbereiten kann. Lieber ausgewechselt oder eingewechselt werden? Lieber eingewechselt werden. Gegen wen oder welche Mannschaft würdest du gern mal auf dem Platz stehen? Am liebsten Real Madrid. Ja, nicht schlecht. Mal einen höheren Anspruch setzen. Genau. Worauf sparst du aktuell? Aktuell spare ich auf, ich würde mal sagen, Haus, um halt später mit meiner Freundin halt ein schönes Heim zu haben. Wo könnte das sein, das Haus? Eher im Norden, sag ich mal. Richtung Hamburg, also ein bisschen zurück in die Heimat. Was war dein Highlight bisher hier in Aachen? Ich würde sagen, das größte Highlight war mein erstes Tor hier vor den Fans zu schießen im Tivoli gegen Gütersloh. Gütersloh, ne? Ja. Das war der Befreiungsschlag, ne? Sprechen wir gleich noch kurz drüber. Gab es auch ein Lowlight? Irgendwas, was doof war? Nee, jetzt nicht direkt. Wobei wirst du schnell schwach? Bei meiner Freundin. Gut so. Was geht dir so richtig gegen den Strich? Ich würde sagen, wenn man auf dem Platz rummeckert, ohne selber irgendwie Reaktion zu zeigen, wenn es mal nicht so läuft. Lieber kochen oder bekocht werden? Lieber bekocht werden. Hund, Katze, Haustier? Ja, keine Haustiere. Kannst du gut verlieren? Nee, gar nicht. Sprachnachricht, texten oder lieber anrufen? Lieber texten. Das sagen irgendwie alle. Das ist lustig. Beschreib dich doch mal in drei Worten. Gelassener, ruhig und willensstark. Gelassen, ruhig, willensstark. Ja, das ist nicht schlecht. Alemannia Aachen ist für dich? Bis jetzt die beste Entscheidung, die ich, glaube ich, gemacht habe. Das hört sich gut an. Ja. Vielen Dank. Fangen wir nochmal bei deinem Wechsel nach Aachen an. Also im Sommer, da gab es ja schon Gespräche, hat dann nicht ganz geklappt. Mhm. Da warst du noch in Koblenz. Woran lag es, dass es erst im Winter geklappt hat? Es lag daran, dass wir halt in Koblenz ziemlich schlecht, also ich sag mal, ziemlich weit unten standen. Das sah nicht gut aus und ich halt möglichst früh, sag ich mal, Verein haben wollte. Mhm. Und dann hatte man halt schon im Februar, März mit Aachen und Rödinghausen gesprochen. Und dadurch, dass Rödinghausen da ein bisschen schneller war und es halt auch ein guter Verein der Regionalliga ist, habe ich mich dann schnell dafür entschieden, weil ich ja auch nicht wusste, was jetzt bis Sommer noch passiert, wie es halt läuft und ob Aachen dann halt eventuell noch abspringt. Wie würdest du deine Anfangsphase hier beschreiben? Warum war die vielleicht ein bisschen schwieriger? Ich denke, ich bin halt auch ziemlich kurzfristig, sag ich mal, reingeworfen worden. Es war eine Woche noch in der Vorbereitung. Ich glaube, letzter Tag der Transferphase. Genau, letzter Tag der Transferphase. Wie gesagt, und deswegen ist es halt ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schwieriger, sich mit allem, mit der ganzen Umgebung, mit allem drum und dran halt zurechtzukommen und braucht dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag mehr. Aber ich denke, jetzt habe ich diese Phase überstanden und bin jetzt voll da. Voll, ne? Müssen wir jetzt auch nicht lange drüber reden. Gab ein bisschen Kritik damals im Netz. Macht dir sowas was aus oder guckst du da eher nicht hin? Also ich denke mal, man versucht als Fußballer nicht so direkt hinzugucken, aber man kriegt es klar ein bisschen mit. So. Ja. Aber man musste halt mit umgehen und Reaktion zeigen. Und die hast du ja dann auch gezeigt. Und der Trainer hat dich auch in Schutz genommen damals. Sie hat ziemlich für dich eingesetzt, der Heiner Backhaus. Verstehst du dich gut mit ihm? Ja, wir haben ein gutes Verhältnis. Es war halt auch ein Grund dafür, dass ich halt auch den Wechsel gemacht habe. Und ja, bin ich halt froh darüber, dass er halt so hinter mir steht. Ich erinnere mich an die PK vor dem Spiel gegen Gütersloh. Ich glaube, da hat er zum Beispiel, da ist ihm irgendwie auch der Kragen geplatzt. Dann gab es eben nach der Kritik so, dass die Tore vielleicht ausbleiben oder so. Hat er gesagt, also es ist ihm lieber, jemand zeigt, glaube ich, 30 Mal Spiel im Einsatz als dreimal. Da sind wir wieder beim Thema Intensität. Das ist schon eine Stärke bei dir, ne? Dass du sagst, okay, ich gucke, dass sich im Strafraum alles zuspitzt. Genau, das ist, genau, das ist dein Job, ne? Genau, das ist mein Job. Auch alles reinfegen. Ja. Sportdirektor Eller, der sagt über dich, ein interessanter Spieler, dessen Spielweise gut zu uns passt. Und Erdal Celik, technischer Direktor, sagt über dich, wir wollten für unseren Kader noch so einen wuchtigen Spieler haben, der vorne die Bälle halten kann. Ja, und Thilo ist im tollen Fußballalter, will sich bei uns weiterentwickeln. Ich glaube, du bist der größte Feldspieler mit 1,92, ja. Physisch stark. Würdest du so unterschreiben? Was genau, würde ich genau so unterschreiben, ne? Ist ja klar. Ja, sehr gut. Was ist denn deine Rolle im Team? Beschreib die doch mal. Ja, ich würde sagen, auf dem Spielfeld halt genau die Sachen. Ich bin halt der C-Spieler in erster Linie. Bin halt vorne auch
wie gesagt, eine Wucht. Versuche halt die Bälle halt immer festzumachen. Will halt das Spiel dann ruhiger gestalten, indem ich halt vorne die Bälle festmache, dass die Mannschaft halt auch ein bisschen Entlastung hat im Spiel. Und ja. Mhm. Welche Baustellen hast du noch? Wo möchtest du dich noch verbessern? Definitiv halt ein bisschen technisch nochmal, ein bisschen Abschluss mit einem schwachen Fuß. Ich denke, die anderen Sachen bringe ich halt mit. Okay. Hast du noch persönliche Ziele für den Rest der Saison? Du hast Vertrag bis Mitte nächsten Jahres, also jetzt sagen wir mal, Alemannia steigt auf, dann bleibst du auch in der dritten Liga an Bord auf jeden Fall. Genau. Ja klar, wäre es schön, halt noch ein paar Tore für den Verein zu schießen, noch mehr beim Aufstieg halt mitzuhelfen. Mhm. Aber ich denke, das größte persönliche Ziel ist halt, wie für jeden hier, dass wir einfach den Aufstieg hier erreichen. Mhm. Und so im Training, was hast du da im Moment für Schwerpunkte, für Ziele? Ja, im Training halt versuche ich halt an mir zu arbeiten, jeden Tag halt hauptsächlich in solchen Sachen, die mir im Spiel halt helfen, wie erster Kontakt, Bälle festmachen, einfach das nochmal vor den Spielen halt nochmal zu üben. Mhm. Du hast im Interview gesagt, dass du gut in Aachen angekommen bist, die Mannschaft dich gut aufgenommen hat, erzähl mal. Ja, also wie gesagt, am ersten Tag wurde ich direkt eigentlich herzlich von jedem aufgenommen. Robin zum Beispiel kannte ich schon, mit dem habe ich natürlich dann die ersten Wochen ein bisschen mehr verbracht. Und ja, wie gesagt, ich habe mich direkt eigentlich wohlgefühlt. Und was ist für dich wichtig, vor allem, um sich an einem Standort wohlzufühlen? Ich denke mal in erster Linie die Mannschaft allgemein. Also ich finde so krass wie hier, dass alle zusammen eins sind, hatte ich noch nie. Mhm. Jeder steht hinter jedem, jeder weiß auch vor allen Dingen auf dem Feld, dass wenn man mal Fehler macht, dass der andere das versucht auszubügeln. Und in der Kabine sind wir auch alle echt gut zusammen. Ja. Mhm. Ja, das macht die Mannschaft im Moment aus, ne? Dieser genau. Zusammenhalt. Was genau hat dich an der Alemannia so gereizt? Der Traditionsverein, die Kulisse? Ja, genau, das in erster Linie. Und natürlich halt der aktuelle Stand, dass man halt eventuell also um den Aufstieg spielt. Aber das, der Verein ist natürlich schon als Traditionsverein, das muss man einfach hin. Ich meine, genau für sowas spielt man Fußball, ne? Dass man halt die Fans hat, so ein Stadion. Mhm. Und dass man halt was erreichen kann. Warum wolltest du eigentlich nicht in Rödinghausen bleiben? Zuletzt hatte ich halt ein bisschen wenig Spieleinsatzzeit, habe mich dann halt ein bisschen umgehört und als dann Aachen halt Interesse gezeigt hat, wollte ich halt den Wechsel halt unbedingt. Ich glaube, immerhin in 19 Spielen waren das auch immerhin 5 Tore, glaube ich, die du da gemacht hast. Genau, ja. Auch keine schlechte Bilanz, ne? War in Ordnung, ja. Du hast schon gesagt, mit Robin verstehst du dich gut. Wie klappt sonst so? Mit wem verstehst du dich aus dem Team besonders gut? Mit wem machst du schon mal was? Wie gesagt, genau, Robin, Chappy und Toni sind so, das ist halt so die Gruppe, wo ich mich halt so ein bisschen hinterhergegangen bin. Und halt nach dem Training halt ab und zu im Kraftraum mit Vleron, Aldin, Beko, sowas halt. Und in der Offensive, wie klappt da das Zusammenspiel? Gut, also man sieht das halt auch immer wieder, vor allem auch im Training halt, auch mit Braso, also Marc Brasnic zusammen, dass wir halt gut kombinieren zusammen, dass es auch klappen würde, eventuell auch auf dem Spielfeld zusammen und ja, mit Toni und mit Chappy oder Anas, der jetzt leider verletzt ist, denke ich auch, dass man gesehen hat, dass es zusammenklappt. Mhm. Deine Position Mittelstürmer, passt die gut für dich? Bist auch auf den Außenpositionen eine sichere Bank? Hast du eine Lieblingsposition? Ja, in erster Linie natürlich der Mittelstürmer. Klar kann ich mal nach außen ausweichen, aber ich denke, durch meine Robustheit bin ich im Zentrum am besten aufgehoben. Gucken wir noch mal kurz auf deine Stationen bei Werder Bremen. Da warst du sehr lange, glaube ich, seit du 5 warst, genau. Bis zur U19. Erzähl mal, das war wahrscheinlich auch deine prägendste Zeit so im Fußball, oder? Genau, würde ich auch sagen. Ich bin halt mit 5 ziemlich früh zum Verein gekommen und habe da jede Station halt mitgenommen, habe viele Trainer natürlich auch gehabt und klar, das prägt einen. Und auch viel Kontakt mit den Profis von Werder? Oder das nicht so? Eher weniger. Bremen war da halt damals ein bisschen zurückhaltender, die jungen Leute hochzuschicken. Aber wo hattest du deine beste Zeit, was würdest du sagen? War das Bremen oder vielleicht doch woanders? Ich würde jetzt erstmal sagen, also vor Aachen halt würde ich halt erstmal sagen, jetzt Bremen natürlich. Mhm. Weil ich halt da habe ich halt viele gute Spiele natürlich gehabt, sonst wäre ich ja auch nicht jede Jugend einmal hochgekommen. Deswegen, ja. Dann ging es ja nach Hannover, glaube ich. Da warst du bei Eintracht Braunschweig. Mhm. Oder hast du auch in Braunschweig gewohnt? Da warst du nicht so lange, da warst du bei der U19. Warum weg von Werder damals dann? Das war so, dass wir in der U19, als ich junger war, auch keine gute Saison gespielt haben. Und da haben die jüngeren Jahrgänge eher
auch noch weniger gespielt. Dadurch wurden dann halt nach der Saison viele aus den Jungjahrgängen aussortiert, sag ich mal. Und ich wusste, dass ich halt das Jahr danach bei Bremen in der U19 halt wenig spielen werde und habe mich dann dazu entschlossen, halt zur U19 zum Braunschweig zu wechseln, damit ich halt einfach die Einsatzzeit bekomme. Genau, mehr Einsätze, das waren dann so deine Ziele, auch in Braunschweig. Da war dann noch ein Jahr Oberliga dabei, mit Braunschweig 2 und dann ging es in die Regionalliga Nordost. Nord, genau. Erst Jeddelo heißt das so? Jeddelo, genau. Und dann zur Zweitvertretung von Hannover 96. Auch ein Traditionsverein, vielleicht kein Zufall. Alles so Traditionsvereine, wenn man mal guckt, so deine großen Stationen. Was war das für eine Zeit? Ja, Hannover war halt auch eigentlich eine gute Zeit. Es war für mich halt, dass ich mich nochmal vor allem körperlich in dem Jahr ging. Also in den ersten Herrenjahren ist man halt körperlich ein bisschen, hängt man ein bisschen zurück und braucht auch seine Zeit, sag ich mal. Aber ich habe halt auch viel aus Hannover mitgenommen, habe mich eigentlich da auch super weiterentwickelt. Die haben dich da auch dann, Hannover hat dich dann weggefischt bei Jeddelo, ne? So war das. Genau. Du warst das Jeddelo-Juwel, habe ich gelesen. Und dann haben die dich da abgeworben, sozusagen. Genau. Mhm. Und dann von Hannover ging es aber schon nach einem Jahr in die Regionalliga Südwest zu Rot-Weiß Koblenz. Warum der Wechsel damals? Ich hatte mich in Hannover damals schwer verletzt in der Schulter, war dann lange raus. Dann kam halt eher nur, ich sag mal, Angebote aus dem Norden mäßig, aber ich wollte halt ein bisschen weiter raus, einfach mal, um ein neues Umfeld zu haben, eine neue Liga. Und dann ist damals der Trainer, den ich in Jeddelo hatte, Oliver Reck, zu Rot-Weiß Koblenz gewechselt und hatte mich dann halt angerufen und dann war das die Intention dahinter. Mhm. Ich meine, Koblenz lief es ja für dich erstmal gut, 12 Tore, 3 Vorlagen in 33 Spielen in der Liga, aber dann habt ihr eben nicht gut gestanden am Ende und deswegen dann für dich, hast du ja erzählt, der Grund zu wechseln, also weg von Koblenz. Und dann vielleicht auch wieder mit der Perspektive weiter Richtung Norden, wieder ein bisschen mehr an die Heimat? Ja, das war halt auch, also ich denke mal, wenn man dann ein bisschen in Richtung Heimat wieder... Rödinghausen ist nicht so weit weg, ne? Das ist ja in der Nähe von Osnabrück und das sind dann halt nochmal 1,5 Stunden von meinen Eltern. Genau, da habt ihr auch nicht gewohnt in Rödinghausen, ne? Sondern in Rödinghausen ist ein bisschen sehr wenig los, haben wir eher in Richtung Osnabrück gewohnt. Ja, okay. Und da hast du auch immerhin 5-mal in 19 Spielen getroffen. Auch keine schlechte Ausbeute. Und dann kam Aachen. Und jetzt der Aufstieg mit Aachen in greifbarer Nähe und dann weitermachen in der dritten Liga. Das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Das wäre natürlich was ganz Besonderes. Also ich denke, für jeden ist ein Aufstieg, das hat man nicht oft im Leben, sag ich mal. Und dann natürlich mit so einem Verein, da wird die Hölle los sein, sag ich mal. Definitiv. Und dann in der dritten Liga weitermachen, dem Verein, wäre natürlich das Beste. Mhm. Wäre ein Karrierehöhepunkt auch nochmal für dich, ne? Definitiv, sehr zum schön. Jetzigen Zeitpunkt, ja. Mhm. Sieht ja sehr gut aus aktuell. Ihr habt 11 Punkte Vorsprung. Ich glaube, frühestmöglich könntet ihr den Aufstieg am 27. April zu Hause gegen Bocholt klar machen. Vielleicht vor ausverkauftem Haus, wer weiß. Vorher kommen aber noch die Spiele gegen Aalen und Paderborn. Für euch als Team ist ja jetzt irgendwie jedes Spiel wie ein Endspiel. Auch in der Vorbereitung, wie geht ihr damit um? Ist das ein sehr großer Druck? Naja, ich denke mal, die Jungs, also bevor ich auch da war, hatten von Anfang an der Saison Druck. Ich denke, als wenn du auf dem ersten Platz stehst, hast du immer Druck, weil die anderen wollen dich halt einfach jagen und du musst halt von Woche zu Woche beweisen, dass du oben da zurecht stehst. Mhm. Ich denke, die Spiele gegen die unteren Mannschaften werden halt auch ein bisschen schwieriger, weil die halt auch nochmal um was kämpfen müssen. Mhm. Und deswegen müssen wir halt, wie gesagt, jedes Spiel halt einfach alles reinschmeißen. Also mit Druck kannst du ganz gut umgehen, sagst du? Ja, würde ich sagen. Mhm. Ende Mai könnte es ja tatsächlich dann die große Party geben hier in Aachen am Rathaus. Gehen wir jetzt mal von aus. Bist du ein Partytyp? Feierst du gerne? Bei solchen Veranstaltungen schon. Dann schon. Sonst nicht so. Kein Karnevalist, nehme ich mal an, als Oldenburger. Nee. In Aachen lernst du das. Ja, glaube ich. Wie schaffst du es, trotzdem gelassen zu bleiben, dich nicht reinzusteigern in so einen Hype, trotzdem fokussiert zu bleiben, alle Spiele, alle Gegner ernst zu nehmen? Mhm. Wie machst du das? Ich versuche halt einfach von Woche zu Woche zu gucken und mich halt auch an den freien Tagen dann einfach ein bisschen runterzukommen, den Kopf frei zu kriegen. Wie machst du das? Wo kannst du gut bei abschalten? Vor allem würde ich sagen, beim Spazierengehen. Ich gehe oft mit meiner Freundin spazieren, dass man halt einfach auch mal rauskommt, was anderes sieht. Ja. Habt ihr hier in der Gegend schon schöne Ecken entdeckt? Wo geht ihr gern hin? Wir gehen halt
häufig eigentlich eher bei uns in der Gegend in Würselen oben spazieren, ein bisschen höher, dass man also auch ein bisschen ruhiger, nicht mitten in der Innenstadt. Ja. Mhm. Ist ja ganz schön, die Aachener Ecke, Dreiländereck, kann man viel machen. Genau. So. Hast du einen Ausgleich zum Fußball? Irgendwie was andere machen, weiß nicht, Yoga, Meditation, irgendwas anderes? Nee, ich würde eigentlich eher sagen, ich komme auch ein bisschen runter beim Krafttraining, auch wenn das nicht für jeden vielleicht runterkommen ist, aber so für sich allein, dass man nochmal, ja. Ja, ist manchmal vielleicht was langweilig, ne? Aber genau, ja. Denke ich mir manchmal so, aber es ist klar, zum Runterkommen nicht schlecht. Nimm uns doch mal mit, wie läuft so ein typischer Spieltag für dich ab? Hast du Rituale vorm Spiel? Ja, also morgens halt erstmal aufstehen, ne? dann frühstücken mache ich mir meistens halt immer morgens so einen zusammengemixten Eiweißshake. Esse dann vielleicht nochmal kurz, bevor ich halt losfahre, bisschen Porridge mit Nüssen oder Banane, sowas halt in die Richtung. Mhm. Und dann geht's halt eigentlich auch schon zum Spiel. Und dann, wie gesagt, in der Kabine umziehen habe ich jetzt nicht direkte Rituale. Ja. Jo. Musik ist wichtig für dich zum Pushen oder was hörst nicht du da direkt, so? Also meistens reicht die Musik, die irgendeine aus der Mannschaft halt vorm Spiel anmacht. Jo. Da bin ich nicht so, okay, dass ich es brauche. Und wie sehr motivieren dich die Fans im Stadion? Wie sehr pusht dich das? Also das... Ich glaube, vor so einer Kulisse hast du noch genau, nicht gespielt. Das habe ich noch nie gehabt. Ja. Muss ich echt sagen, das war natürlich für die ersten Spiele ein bisschen mehr Adrenalin, den man direkt gespürt hat. Und klar, das pusht einen enorm. Also das merkt man direkt, also man merkt es wirklich direkt, wenn man es vorher noch nie hatte. Mhm. Gucken wir noch kurz aufs nächste Spiel. Jetzt am Samstag zu Hause gegen Rot-Weiß-Aalen. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Gibt es da irgendwas Besonderes? Ich denke, was Besonderes nicht. Ich denke, wir bereiten uns so wie auf jeden Gegner vor. Werden morgen und übermorgen halt den Gegner analysieren, uns darauf vielleicht auch ein bisschen einstellen und dann halt versuchen, die 3 Punkte hier zu lassen. Mhm. Du hast vorhin schon mal angesprochen, was ihr vielleicht auch als Mannschaft noch verbessern könntet, so ein bisschen am Feintuning, an der Technik. Was sind da im Moment so die Schwerpunkte im Training? Im Training, denke ich, machen wir halt jetzt seit ein paar Wochen wieder ein bisschen spielerisch ein bisschen mehr, versuchen halt auch spielerische Lösungen zu finden. Mhm. Und wie gesagt, das Wichtigste ist halt einfach die Intensität, dass wir halt wirklich in jeden Zweikampf uns jetzt mal reinschmeißen. Mhm. Deswegen machen wir auch viele kleine Spielformen, dass wir halt auch immer gallig sind, sage ich mal, den Ball zu erobern. Ja. Gallig, genau. Das sagt der Heiner Backhaus auch gerne. Ne? Von der Mentalität haben wir eben drüber gesprochen. Ist das natürlich cool. Ihr gewinnt irgendwie jedes Spiel, auch wenn es nicht immer schöner Fußball ist. Das zeichnet die Mannschaft aus. Und wie ist das gekommen? So, du hast das ja miterlebt, so wie das immer stabiler wurde, so dieser Zusammenhalt auch. Weil nach dem Winter ging das ja richtig los. Ja, also ich denke, es ist ja auch klar, dass wenn man jedes Spiel, also die Spiele von Woche zu Woche gewinnt und auch mal in der 90. ein Spiel gewinnt, dass es einen immer mehr zusammenschweißt als Mannschaft. Mhm. Und das ist halt auch ein Grund dafür. Du hast gesagt, du magst nicht so, wenn Leute meckern, die aber auf dem Platz dann doch nicht so viel machen. Mhm. Habe ich hier nicht. Meinst du nicht in eurem Team natürlich? Nein, das muss ich ehrlich sagen, das ist hier nicht so. Ja. Und sonst, außer Fußball, was kannst du dir noch vorstellen? Beruflich, ein Studium, hast du noch irgendwie andere Pläne im Leben? Ja, genau. Ich mache nebenbei ein Studium, Fernstudium im Bereich Finanzmanagement. Und bin halt eher dann im Bereich Finanzen, fühle ich mich halt auch ganz wohl, schon seit Kind auf. Ja. Habe ich mich mit Mathe also immer beschäftigt und alles Mögliche. Also willst du vielleicht mal irgendwann eine Bank oder einen Finanzberater oder sowas? Genau, sowas. Wenn es im Fußball mal nicht mehr ist. Ja, genau. Aber ja, bist ja noch jung und wahrscheinlich noch einige Jahre im Fußball aktiv. Genau. Hoffen wir doch mal und hoffentlich ohne Verletzungen. Einmal hattest du ja schon ein großes Verletzungspech und toi toi toi, dass du fit bleibst. Danke, lieber Thilo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne. Euch noch eine gute Woche. Am Samstag viel Erfolg. Bis dahin gibt es bei uns noch den Matchday-Podcast vom Kollegen Johannes Dieper und natürlich den Live-Blog vor dem Spiel. Findet ihr alles auf Aachener Zeitung. Tschüss. Ciao. Alemannia Aachen. You never talk alone. Der Alemannia-Podcast. Der Aachener Zeitung. Aus dem Medienhaus Aachen.